Herzlich willkommen und zurück zum siebten Teil vom Let's Play Together Serious Sam 3 BFE mit der verrückten Truppe. Wir sind heute in der Überzahl, so viel waren wir noch nie, nämlich insgesamt 6 Leute. Und ich beginne mal vorzustellen. Und zwar zuallererst unsere Hexe, die gerade schon wieder vergewaltigt wird von Frankie. Dann haben wir den lieben Almo. Hallo. Dann natürlich wieder dabei unser Lieblingsdünnerchen Kebabschi. Einen wunderschönen guten Abend. Der Mann ohne Haare darf natürlich auch nicht fehlen, unser Frankie. Der sagt gar nichts. Ah ja. Und noch weniger der Mann ohne Kopf. Dass die Hexe ein Tattoo am Hörst du mal hat. Auf, mir in meiner Anmod dazwischen zu quatschen? Der Mann ohne Kopf, der neu dabei ist, ist der Sven. Hallo. So, genau. Wir haben ein neues Level, das heißt, der letzte Mensch auf Erden oder so, ne? Irgendwie, glaube ich. Scheinlich gelesen zu haben. Und dann, ich weiß nicht, wo es weitergeht. Gruppenführer, bitte führen Sie die Gruppe. Hier hinter die Statue. Okay, geht klar. Folgen Sie mir. Oh. Wow. Affen. Geht's schon los, oder Affen was? Jetzt schon. Ja, natürlich, hier geht's los. Sie ist schneller als die Polizei erlaubt. Wow. 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 Als wenn ich mich schon wieder mit Affen unterwegs wäre, ja. Immer diese Affen hier, kann ich wahr sein. Welche Kritik? Kritik? Ey, du bist schwarz, du bist nicht gemeint, ja. Dunkelhäutig, würde ich mal sagen. Ja, genau. Ich fühle mich diskriminiert. Negride, leicht Negride. Hier, waren wir hier nicht schon beim... Nee, waren wir nicht. Nein. Nein. Hier bewegen sich Leute. Das ist vorbei. Ah, ihr seid das, okay. Ah, ein Kopfloser. Ich glaube, wir müssen Kebab cheaten. Hier sind wir nicht von hier gekommen. Ja, wir sind von hier Ich weiß gekommen. Nicht, ich bin hier kurz nur... Nee, hier ist Abgasse. Ach, das ist Abgasse? Das Rätsellevel. Ach, nein, es ist nicht. Es ist nicht. Das gibt's nicht im Multiplayer. Ich bin ein Tomb Raider-Fan, ja, ich kann sowas. Tomb Raider? Tomb Raider. Ich habe einen Schalter gefunden, den Schalter benutze ich jetzt mal. Ja, ich guck mal, ob sich was... Halte mal den Schalter. Genau. Ich hab was gehört, aber ich hab... Ich hab auch was gehört. Oh, da sind wieder Äffchen. Ich komme, Geronimo! Das will keiner wissen. Geronimo ist aber ein komischer Name. Ich halte mein Fladenbrot, okay? Oh je. Hast es quasi um dich gewickelt. Ja. Dem läuft so die Kräutersoße schon aus dem Mund. Genau. Ich fand's auch sehr cool, Hase, dass du gesagt hast, wir sind in der Überzahl. Ja, ja, das fand ich auch. Die Männer sind in der Überzahl. Ach so. Hätte ich gesagt Mehrzahl, wäre es auch falsch gewesen, weil wir sind ja immer mehrere gewesen. Oh Gott, ein Mann Selbst ohne Kopf. Selbst wenn wir alleine sind, haben wir einen. Das sieht aus, wenn der da so ohne Kopf in die Ecke schießt. Ja. Von hier sind wir gekommen, ja. Kebabschi. Ja, ja, ja. Ja, ich bin mit der guten Hexe einfach hinterhergerannt. Ja, ich wollte gucken, ob sich hier was getan hat. Almo! Neuer Schalter, ich drück den. Ja, neuer Schalter. Oh, da kommen wieder Affen. Wo denn? Überall. Ah, Ich hab schon gefühlte 30 getötet. Gefühlte 30? Du bist aber schon. Oh, da sind auch noch andere Viecher. Eine Glatze? Ach nee, doch nicht. Was, eine Glatze? Das ist noch Frankie. Wenigstens hat er noch einen Kopf. Das stimmt. Ach, hier ist Frankie, ich glaube, ich habe gerade nach dir den Kopf geworfen. Tut mir leid. Ah, oh, die sind so schnell. Die sind so verdammt schnell. Der war zu langsam. Die Musik ist noch nicht vorbei. Hier ist noch irgendwo was. Hier ist ein Hebel. Warte. Drück. Hab den Hebel gedrückt. Also gezogen eigentlich eher. Ich hab auch was gehört, aber ich... Oh Gott, was ist denn das? Ach, ein Gerippe. Die kommen ja so von der Wand runter wie eine Spinne. Da das ist sah einer ja mit Raketen. Fies aus. Da schießt einer mit Raketen. Ich hab mal einen Kopf in die Richtung geworfen. Die Musik ist vorbei. So, ich glaube, es ist auch vorbei mit Gegnern. Aber ihren Schalter müssen wir noch. Oh, hier geht's weiter. Na, wo? Hier, kommen Sie zu mir. Okay. Sven, vielleicht als Info, oben rechts siehst du unsere Namen hier mit einem Pfeil. Hergekommen. Da kommen wir her. Stimmt! Aber stimmt. Da können wir auch lang. Aber hier gibt es Gesundheit, falls es jemandem nicht so gut geht, kann er hier. Ja, ich hole mir mal Gesundheit. Ein paar Drogen nehmen. Schön doch die Drogen. Ja, es ist, irgendwie
bisschen labyrinth-technisch. Es muss doch hier irgendwo weitergehen. Wir müssen nochmal die Schwierigkeitsstufe hochgestellt oder so. Es sind immer irgendwelcher Hebel. Und wenn irgendwo noch... ich hab's gefunden! Ich hab's hier! Weiter. Almo, kommt zu uns! Wo ist denn uns? Hier, oh Gott, ich höre was. Oh Gott, was ist hier unten los? Leute! Sven, nicht weitergehen! Ach, hier! Okay. Oh, ja. Sven hat sich ganz hübsch angezogen mit Stoffhose und Pulli. Ich bin nicht ganz so schnell, ja. Oh Gott, ich werde geschubst. Also die schießen ja auch noch. Ja, die schießen alle. Schmeiß mal C4. C4 ist, glaube ich, geeigneter. Ich bin runtergesprungen. Nein, Kebabchi, was tust du? Oh, nein. Boah, ich bin tot. Aus Versehen. Ist nicht gut. Aus Versehen tot. Gott, das sind ich muss weg. Wo ist mein C4? Falsche Richtung. Ich bin tot. Ich hoffe, ich kann wieder durchrennen. Oh, scheiße. Ich bin runtergefallen. Ach man, das tut ja gar nichts. Doch, ich hab sie. Kann man hier auch E drücken? Ja, ich drück jetzt hier. Ich eh mich jetzt hier durch. Oh, ich hab keine C4 mehr. Scheiße. Die Hexe ist da. Gott sei Dank. Okay, der ist kaputt. Hier ist ein Schalter, ich drück mal. Ja, ich bin unten, ne? Also wenn jetzt was passiert, sterb ich. Hier ist noch ein Schalter, ich drück mal. Ja. Da gehen wir. Drück mal. Müssen wir hier runter? Ja, ich glaube, wir müssen Kebabchi hinterher. Oder? Siehst du denn hier geht die Tür um. Frankie, wo bist du? Gehen zwei Türen. Ah, hier ist Rüstung, Munition. Ja, komm ich runter. Schalter runter hier. Wow. Hier ist ein Schalter. Ah, perfekt. Rüstung, Munition und Raketen. Da drüben geht eine Tür auf. Habt ihr schon den... Oh, guck mal, was dick ist. Extra Life. Der Frankie und ich haben es schon tot gemacht. Jawoll. Wollingen. Ich hätte jetzt fast so ein Al Boland-Witz gerissen. Oh, da kommt was Dickes. Al's Mom. Hier hinten geht's weiter. Jungs und Mädels. Oh, der Sven hat einen Schatz gefunden. Du bist ein Schatz. Was kann ich jetzt damit machen? Da sammelst du, wenn wir genügend Schätze sammeln, kriegen wir immer extra Lives. Das heißt, wenn jemand stirbt, dann kannst du irgendwann wieder spawnen. Vorsicht. Ach, jetzt kommt diese Kugel hier, ne? Oben kommt eine Kugel runter, also bleibt mal alle hier in der Ecke stehen, ich renn mal hoch und hol die Kugel. Ach man, ich komm zurück, hier komm zu mir. Kebabchi, komm zurück. Ich guck bloß mal. Ah, da kommt ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt ein geiles Bild gewesen. Der Kebabchi so, oh, ich guck nur. Da hättest du gelacht, ne? Da hätte ich gelacht. Müssen wir hoch oder runter? Hier oben ist Sackgäse. Hier ist noch ein Kampf, kann das sein? Wie Indiana Jones vor der Zeit. Das wäre toll gewesen. Hier ist Muni. Hier war Muni drin. Wo war Muni? Boah, die Musik gefällt mir schon ganz oben. Schon wieder gar nicht. Hier ganz eine oben. Große Kugel. Ach hier, ja, oh nein. Frankie, es ist doch das Rätsel-Level. Oh, ist ein Schalter. Ich schalte den mal, okay? Ja, Schalter mal. Kommt hier runter. Das ist so ein Scheiß. Dieses Level hier ist der Wahnsinn. Das ist so schrecklich, dieses Level. Oh, wie ich hasse. Das müssen wir euch gleich erklären. Weil das haben wir so lange probiert und haben es nicht hinbekommen. Wenn möglich, erstmal keine Schalter drücken. Ah, da ist ein Schalter. Ich drück mal. Ah, da ist ein Schalter. Bitte nicht diesen Knopf drücken. Ah, da ist ein Knopf. Vorsicht, die Herdplatte ist heiß. Oh, ich fass mal drauf. Oh, guck mal hier. Oh, eine heiße Herdplatte. Und was denn hier? Das geht auf jeden Fall schon mal wieder in die falsche Richtung. Okay. Da ist nur ein Schalter in der Mitte. Es müssten woanders auch noch Schalter sein, auf jeden Fall. Aber von hier kommen wir noch nie. Hier ist die Blase. Wir müssen die Dinger verschieben und dann kommen wir hier oben weiter. Das Blöde ist nur darüber zu rennen. Wenn ihr alle zur Rechten sprecht, dann verstehen wir ganz gut, worum es geht. Also wenn wir Dinge verschieben müssen und so, das ist für mich echt gut. Ja. Jeder Frankie weiß, was ich meine. Unten müssen welche die Schalter drücken und hier oben müssen wir quasi dann rüber. Erstmal springen, glaube ich, und dann rennen. Oh, hier ist ein Schalter. Nett lackierte Fingernägel, Hexe, gefällt mir. Drück mal in der Mitte den Schalter. Den hab ich doch schon gedrückt, dann kommen die Gegner. Drück nochmal, dann dreht sich hier oben was. Drücke weiter. Ja, das ist nämlich das, wo wir gleich drüber müssen. Bitte nicht nochmal drücken, weil... Oh, die Rippe hinter uns. Oh Gott, oh Gott. Hinter uns? Oh Gott. Das war's schon, bin oder? Bin ich tot? Ja. Danke. So.
Jetzt hüpfen wir mal. Sorry, der musste sein. Ja, das Wort ist. Oh, Frankie, du hast mir die Sicht verdingsbumst. Ach, das ist aber einfacher als beim letzten Mal. Wir kommen jetzt nicht hoch, oder? Das kommt nur so. Doch. Das dreht sich wieder. Ah. Ja. Genau. Ihr müsst genau. Eins geht, glaube ich, automatisch wieder zurück. Genau das, wo wir jetzt hier stehen. Das geht automatisch wieder zurück. Wir jetzt hier komm schon, Almo, komm schon! Ist noch jemand unten? Ich glaube, der Kebabchi. Sven, was mit dir? Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin jetzt gerade hoch. Bin mal runtergekommen. Ich habe jetzt überlegt, wo ich hochkomme. Geh noch mal mit dem Frankie mit. Du gehst hier lang. Da lang. Ah, okay. Ja, geh schon mal hoch. Ich komme gleich hinterher gerannt. Ah, okay, alles klar. Spannend. Sagst du mir, wenn du oben bist? Er ist noch ganz bei mir. Sofort, der Almo. Wo ist die Hexe? Ja, ich bin oben. Bis es sich dreht. Gott, okay, ich komme her. Hexe? Ah, jetzt ja, du bist ja schon weitergerannt. Warte mal, bis die anderen da sind. Ja, ja, ich wollte nur schon mal gucken. Ich dachte, hier kommt irgendein Fahrstuhl runter oder sowas. Deswegen habe ich unten gewartet. Nicht ganz. Du bist auch schon Fahrstuhl, ja. Ja, na klar, weißt du doch. Ding! Nächste Etage, ja, 52. Stock. Kebabchi, Sven. Ja, ich gehe auf Nummer sicher. Ich will nicht mit runterfallen. Könnt ihr komm. Sprinten. Yay, perfekt. Alle da, sehr schön. Alle Gänschen in einer Hand. Lauf, Döner, lauf. Wir schießen von da oben. Ich hab keine Ahnung, ich hab's auch gesehen. Wow, die Map glitcht, die Map glitcht. Die glitcht überhaupt nicht. Ja, ich wo kam sie Geld oder was? Nee, ich glaub, Schätze. Gesundheit. Gesundheit? Ah, Video. Ein Video. Da denn los? Oh, Tageslicht, ich werd bekloppt. Habt ihr alle Taschentücher bei euch? Ja. HQ, do you read me? This is HQ. Sam? Is that you? You're alive? Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you! They're coming out of the goddamn walls. Quinn's dead. Charlie's team is out of commission. It's last stand time. Oh, nein. Find a safe place and hold up. Bye. Oh mein Gott! Mann! Shit! Hellfire! Hellfire! Shit! Es ist alles vorbei, Sam. Over? Oh, yes, it's Batman. Not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. Kann ich auch mein Update sein? Weiße Taum kommt. Um dir den Arsch aufzureißen. Taum! Jetzt mal so eine blöde Zwischenfrage. Warum kann der außerirdisch? Warum kann wer was? Die Außerirdischen können menschlich. Natürlich. Alf konnte auch Englisch bzw. Deutsch sprechen. Das stimmt. Ja, Alpha wäre auch Alf. Und E.T. also gebrochenes Deutsch. Gekommen schon die ersten Gerippchen. Nach Hause telefonieren. Where? Oh. Hinter dir. Hinter mir, ich sehe keinen. Ach da. Bist du weg von mir? Da hängt noch Fleisch dran am Knochen. Geribe. Geribe. Hey, Geribe. Auf was, Dog? Von Mutti. Rüstung von Mutti. Selbst Rüstung Gehege. Von Mutti. Selbst die beste Rüstung gibt's von Nein. Mutti. Ja. Geribe. Ich rufe gleich mal meine Mutti an. Hör auf die mal, Mutti. Ob die mir eine neue Rüstung machen kann. Wir fliegen Köpfe. Ach so. Ich muss gleich mal noch eine Randbemerkung loswerden. Oder eigentlich eine recht wichtige Bemerkung. An dieser Stelle mal ein Gruß an unseren kranken Jimmy, den hat's erwischt. Der kann heute leider nicht teilnehmen. Das weiß ich, der hat irgendwie zum Männertag irgendwie was Falsches getrunken oder so. Ja, wow! Ja, ich hab auch vernommen, dass er irgendwie die falsche Flasche erwischt hat. Ich hoffe, dem geht's schnell wieder gut. Ja. Luna Loxley spielt Dark Souls 3. Liebe Grüße. Ach, wie schön. Das ist schön, dass schön da. Hat sie heute schon. Ich war heute schon mal stimmt, mit dabei. Ich hab heute schon mal die Dark Souls. Ja, ich war arbeiten. Ja, ich doch auch. Du warst arbeiten? Wer macht denn sowas? Arbeiten. Oh, hier ein Schatz. Arbeiten. Oh, das präsentierte was gerade in meinem Weg. Die Hexe ist so leise, ich verstehe die kaum. Irgendwas mit in meinem Weg. Da hinten kommt ein Fetti Bum Bum. Ich hab gesagt, der stark pigmentierte war gerade in meinem Weg. Das kann ich am besten. Recht politisch korrekt ausgedrückt.
Das kann nicht alles. Oh, die alte. Die ja, ja, ich sehe sie. Ich habe Fußballspielen auch immer in der Abwehr gespielt, weil ich immer im Weg stand. Sie hat mich! Die gute Almo. Sven, da ist warum standst manchmal... du da nicht im Tor? Das war ich auch irgendwann zu klein dafür. Ach so. Ja, die haben da mich drüber geschossen. Das hat alles im Weg stehen nichts mehr gebracht. Da hätte ich spielen müssen. Ach ja, guck mal. Blöde Bitch. Also Susi. Entschuldigung. Die Gefühle sind mit mir durchgegangen. Weil die sich Kraft ausdrücken. Die Gefühle haben Schweine gepflichtet. Aua, aua. Aua, aua. Aua. Guck mal hier, aua. Eine ganze Horde. Die Tante in der Luft hat mich hier. Horde. Oh, die haben mich weggesnackt. Ich bin nur einer. Oder? Ich Welt, auf mich schieße. Susi hat gerade noch was angefangen. Die Tante in der Luft, die kannst du noch bestimmt Zeit töten. Und zwar, wenn sie uns angriff. Ja, angriff. Wo ist die denn? Da ist sie. Wo denn? Da war die. Da ist sie, da war sie. Das ist die, die immer so säuselt. Ihr sagt immer, süß. Oh Gott. Das seht ihr aber noch nie. Noch nie, jetzt ist sie weg. Das bringt, glaube ich, mit dem Sturmgewehr nichts. Aber ist sie, ich sehe sie. Ah, die ist noch unsichtbar, oder? Oh, wir haben sie gleich. Sie ist schon orange. Jetzt ist sie, glaube ich, kaputt. Sie ist wieder fort. Fällt dann von oben runter. Da sie ist sie. Da. Sie ist wieder. Da ist sie. Aber jetzt nicht schießen. Ihr verballert. Jetzt. Ah, ja. Perfekt. Eklig. Ja, ich weiß es nicht. Ah, die Sonne ist wieder Mondfinsternis. Kann das sein? So ein bisschen, so Flagger-Gedönse. Hier hinten geht's weiter, Leute. Wir waren auf dem Fetti Bum Bum. Fetti Bum Bum? Wenn er da war, dann ist er. Nee, er ist noch da und der schießt fleißig. Ich krieg den nicht tot mit dem Maschinengewehr. Dann immer zwei Maschinengewehre. Immer zweimal mehr wie du. So, jetzt ist er kaputt. Da ist nochmal einer. Ach, der geht ja noch. Der geht! Der geht! Benny, ich hab was für dich, wo bist du? Wir setzen deinen Kopf wieder zusammen. Ich bring euch mal was mit hier. Wow! Das hättest du stecken lassen können, Dönerchen. Das war keine Sau. Schenke ich dir das, Sven. Bisschen Atem, doch mal Leute, oder? Hallo, Freunde. Oh, meine Maus hängt ein bisschen. Was? Kuscheln ein bisschen, okay? Nahkampf, ja. Wo sind sie? Where are you? Hallo? Ein Kopf weniger. Ich sehe die Feinde gar nicht. Noch ein Kopf weniger. Oh, stimmt. Ich schnapp mir die Köpfe. Wenn ich den Charakter von Sven sehe, muss ich an die Szene in Austin Powers denken. Austin Powers. Er muss den Frank fragen. Quasi die Haifisch-Piranhas. Ja. Der Wache den Kopf abbeißen und er glaube eine Viertelstunde lang szeniert, was er jetzt alles nicht mehr tun kann. Dass er jetzt kein großer Kopf einer Firma werden kann und sonst irgendwie. Nee, das funktioniert nicht. Wo seid ihr denn? Wo kämpfen sie denn? Also! Aua! Komm mal her, ich drück dich mal! Wow, die Sonne ist schlecht für meine Grafik. Wie ist denn der hier rausgekommen, der Almo? Ich hab keine Ahnung. Rechts, ganz rechts hier hinten. Hier schiebt man eine Rakete raus. Seht ihr's? Ja. Ach da! Ah, dann da ist man nochmal einer, hallo! Die fallen immer um, wenn ich hier drück. Und hier müssen wir bitte. Oh. Komm, ja, ich hab's schon durch die Gitter gesehen. Fetti Bonbon. Kommt mal lieber schnell. Hier ist die Party. Kopfschuss, beide Beine weg. Was, Kopfschuss und die Beine fallen ab? Was ja. Ist mit dem kaputt? Das Kopf? Sagt mal so, das ist lustig. Achso. Fangt an zu lachen, jetzt! Guck mal, ey. Das läuft doch. Wenn man Witze erst erklären muss. Oh mein Gott. Warum haben die Gegner denn nicht Friendly Fire an? Oh. Ich muss nachladen. Hast du vorher irgendwas davon erzählt, dass wir Überzahl sind zu sehen? Ja, hab ich. Immer noch? Warum hast du den Gegnern das mal erzählt? Die wissen nicht Bescheid. Wir sind in der Überzahl. Ich höre voll laut Bescheid zu sagen. Es hat sich so angefühlt. Der ist schon. Nee, ist er nicht. Ich höre vor lauter Spiele-Sound gar nicht mehr, was ihr sagt. Oh, Kebabchi wurde weggesprengt. Ja. Oh, die alte ist so wieder da. Die Säuseltante. Die haben wir doch schon kaputt gemacht. Ja, da kommen ein paar. Aua! Okay. Das läuft doch.
Nachladen, nachladen. Oh. Ja, das Schädel. Jetzt hat sie mich. Sie ist gelb, sie ist gelb, sie ist gelb. Mich hat eh eine andere. Es sind zwei. Ja, hallo? Zwei, ne? Komm mal da hier, oben. Tante. Jetzt! Ballert! Truff! Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Die ist immer noch für einen kurzen Zeitraum da. Da ist sie. Wartet, 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 wartet! Jetzt! Jetzt! Wow, Grippe! Almo, wie du umgefallen bist. Also diese Information, dass da Grippe nicht mitgeht, kam relativ... Ich hab's leider auch erst spät gesehen. Oh, jetzt hat mich... Jetzt ist sie kaputt. So. Bitte schön. Oh, danke schön. Ja, hab das danke. Sieg macht. Nimm ich mir ins Schlafzimmer übers Bett. Sehr schön, damit du wieder ruhig schlafen kannst, ne? Ja, richtig. Hey, Schlafzimmerbett. Meine Mutter hat meine Hexe geklaut, die sonst immer über meinem Bett hing. Was? Das war mein Traumfänger, ja. Warum eine Hexe? Warum hat sie eine Hexe geklaut? Komischer Traumfänger. Ja, und dann hat sie, ja, sie hat sie jetzt in den Eingangsbereich gehangen. Ach, ist das die, wo du mir das Bild geschickt hast? Ja, genau, diese hässliche Lache. Die hattest du über deinem Bett, dass du da schlafen konntest. Ja, das war mein Traumfänger. Die Susi. Also. Die Susi hat vom Foto schon Albträume. Ja. Also, die ist zwar süß, aber über dem Bett hängen so im Dunkeln. Nee, lass mal. Hallo. Ich hab so ein Ding eben direkt liegen. Nicht mehr lange, mein Freund. Nicht mehr lange. Zweieinhalb Jahre. Ich hoffe, du sagst nicht zu unserer Tochter, ne? Mal gucken. Das Fuß! Fressfuß! Verdammt! Mila, Entschuldigung, das habe ich mir von dir abgeguckt, das ist nicht. Fressfuß! Fressfuß! Ist wie in England hier, schmeckt alles nach Fuß. Oh, ich hasse diese Grippe, ey. Warum geht das jetzt wieder nicht? Ich kann doch nicht sein! Gib ab, nein! Oh Gott! Oh Gott! Minigun, Minigun, Minigun! Minigun! Super Frank! Geo, gibt's was? Das kann doch aber gar nicht sein! Wow, best on! Kaputt, ihr Mistviecher! Kriegen wir die Tür hier drüben auf, Hexe? Nee, ne? Ja? Ah, super! Aber ich glaube, wir sollten hier vielleicht noch nicht durch, Hex. Oder doch? Erstmal aufräumen. Erstmal aufräumen, auf jeden Fall. Ich gehe nochmal zurück. Das Schädel! Ach hier, die Olle ist wieder da. Geh weg von mir! Ah! Oh, ich sehe sie gar nicht. Oh, Nahkampf! Wo ist sie denn? Dann geh doch nicht! Na los! Lass mich dich doch abschießen! Jetzt noch nicht, Leute! Aber ich glaube, wir können sie jetzt nicht abschießen. Die wird irgendwie nicht verwundbar. Hase? Ja? Wisst ihr, was wir gerade für ein Level haben? Was für ein Level? Wir müssen tanken. Ist das das? Sicher? Auto auftanken. Aber ja. Kam das nicht schon eher? Das ist doch bei Left 4 Dead 2. Wow! Ich denke, das Ganze ist anders. Ach so! Ich glaube, wir können aufhören, auf die Olle zu schießen. Die ist nicht verwundbar. Nee. Doch. Doch, ja. Nee, jetzt, nee. Also bei mir wird. Leute, lass die Alte doch zurück. Nee. Lass sie zurück, das Einzige, was zählt, ist die Mission. Leute. Die riecht hier durch die Gegend. Jetzt. Sie hat mich wo ist sie? In der Mitte war sie. Ich gehe der Hexe hinterher. Frauenpower! Frauenpower! Hier! Da ist sie! Tor. Jawohl! Sam und Sammy. Also gar nicht so rumzittern, wir haben dich erwischt. Ich dachte schon rumzicken. Nee, zittern. Die zittert, wenn sie runterfliegt, zittert. Seine Zitter dabei. Die zittert. Zittert und zittert. Da hinten kommen sie. Wo kommen sie? Was ist denn hinter da hinten? Von hinter den Häusern. Von hinter den Häusern. Ach, da kommen sie. Ich glaube, ich auch deine Freunde suchen. Ah, die Schreitypen. Bitte nicht. Ach so, Sven, und bitte nie zu weit in die Wüste gehen. Da ist nämlich ein Sandwurm. Ups, ich hab mich verzählt. Das ist ja wie bei Tune. Der Wüstenplanet. Ja. Jawohl, und ich hab einen Tank gefunden. Was ist denn hier los? Du hast einen Tank gefunden? Ja. Geh und betanke das Auto. Doch, das. Welches Auto denn? Wo steht denn der? Warum stieg ich denn? Wow, wer schießt denn auf mich? Ach, hier. Oh, C4. Hier gibt's C4, Leute. Oh, also perfekt. Ich versuche jetzt das Auto zu bedanken. Bedanken. Ich bedanke mich bei dem Auto. Aber ich weiß jetzt nie, welches Auto. Das steht ein bisschen weiter hinten. Ja, ich bin noch
hinten. Oh, dich habe ich übersehen. Den dicksten von allen. Danke. Kann mal jemand mit mir ein funktionierendes Auto reagieren? Ich guck mal, ich zoome mal hier über rechts, geh ich mal. Ah, hier, ich seh was. Oh, ich laufe jetzt einfach. Oh Gott, ich kann nicht einfach laufen, weil mir Gegner im Weg stehen. Da hinten ist ein Auto, Frankie. Frankie, komm zu mir, da hinten ist ein Auto. Das leuchtet rosa. Oder, ja, rosa. Das ist was lila. Ja, schrei, halt. Siehst du's? Rosa. Ja, schon wieder einer. Ich hier. Und wir können immer nur einen Kanister tragen. Also, das funktioniert nicht mehr. Wie sehen denn die Kanister aus? Die leuchten auch lila. Leuchten auch lila. Hat jemand gerade einen lila Fall? Ich hab einen. Benzinkanister aufgenommen, ja. Nun, geh und betanke das Auto. Das immer dasselbe Auto? Ja. Ach du Scheiße. Ja, wer war das denn jetzt? Mehrere Autos betanken. Oh. Ah, hier. Ich bin hier am nächsten Benzinkanister. Und wie betanke ich das? Achso, mach da von alleine. Mach Frank. Lila. Den nächsten. Macht er das von alleine? Oh, Scheiße. Von alleine? Das betankt. Ja, du gehst einfach nur ran. Da draußen kommt ein Helikopter auf uns zu. Mit Tentakeln. Mit so einem Sagel. Der da, den ich gerade abschieße. Ist das Auto hier? Genau. Ich hab einen Kanister. Wo ist das Auto? Ey, Alter, wo ist mein Auto? Ach nee, ey Mann, wo ist mein Auto? Oh. Aber warum befüllt das nicht? Kaputt. Ich hier. Wo ist das Auto? Ich hab noch einen Kanister. Hier vorne bei mir. Aber irgendwie hat er meins nicht befüllt. Bei Susi ist das Auto. Ja. Ich hab fast den Führerschein. Ist das das Auto hier? Auto 2 von 8. Jetzt können wir den nächsten Kanister holen. Ach so, okay. Wir können immer nur einen tragen, auch wenn wir zu 6 sind. Ah, das ist ja sinnlos. Na toll. Da müssen wir erstmal welche finden. Die Frage ist, wie schauen die denn überhaupt aus? Die leuchten lila. Hier, bei mir ist einer. So, der dritte. Ja, ich hab noch einen. Oh mein Gott. Oh, ein extra life. Warte, ich mach erstmal die Tür. Hier, ich hab einen. Ja, Ich komme. Ich sterbe gleich. Hier ist ein extra life. Nein, das will ich haben. Nein, lass die Finger. Oh. Ich sag gerade noch, da ist ein extra life. Okay, gib ab, Jim. Wir teilen Bruder. Ich hab noch. Okay. 4 von 8, ich hab noch einen Kanister. Ach, du kannst mir einen Benzinkanister. Liefer mal einer den Kanister ab. Bei mir hier steht einer. Aber irgendeiner hat noch einen. Ich glaube ich, oder? Kann das sein? Nee, Susi ist so, ja. Wo steht denn das Auto? Hier ab. Hier. Nee, hier. Quatsch. Hier. Auto betankt 5 von 8. Sehr schön. Ich renne nach dem Sucher. Ach, der ist schon kaputt. Hallo. Hallo, Fetti Bum Bum. Ich hab einen Kanister. Sehr schön. Und oh, Spinni! Hier ist wieder so eine Tuss auf dem Dach. Kommt mal zu mir. Hier ist wieder so eine Tuss auf dem Dach. Ich kann mich nicht bewegen. Oh nein, ich bin gleich tot. Wo ist denn Gesundheit? Da ist nochmal eine. Super, Frankie, yo, ich komme hier. Yo, ich hab auch gerade noch Lucy, gesehen. Hier ist auch eine. Lucy? Ja? Du bist doch an mir vorbeigelaufen. Ich brauch Gesundheit. Nee, ich brauch Gesundheit. Ich will keinen Kanister. Ich hasse Benzingeruch. Ja, bin dabei. Gib mir mal Rückendeckung. Ja, Mann, ich hör's hier nur schreien. Kann ich den auftanken? War das der? Yeah! 6 von 8, super, Leute. Ach, da Gesundheit. Man, hier schon 7? 7 von 8, 7. Es gibt gleich Mist. Der ist da drüben. Ich hab auch noch einen. Ich hab einen aufgenommen. Ja, super, ja. Dann ist es der letzte. Na, ist das ekelhaft. Ah, schrei doch nicht so, ich hab doch nichts getan. Kann ich den jetzt nicht? Jetzt. Oh, Auto betankt. Schreier. Oh Gott sei Dank. Ab geht oder Peter. Schwein gehabt. Wer fährt? Ich natürlich. Oder wir liegen alle im Koffer. Okay, dann würde ich hier Cut machen, wie man so schön sagt, Teil 7. Ist voll gut, null Tode. In den? Susi null Tode, ich null Tode. Guck mal an. Und der Frank hat sich wieder geopfert und der Almo auch. Und ja, der Kebabji erst. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Teil 8. Bis gleich. Bis gleich. Ciao.